Guten Morgen, wir sind heute Morgen hier in Mörrel bei unserem Vizepräsidenten Klaus-Peter Lucht oder auch kurz genannt KPL. Ist das in Ordnung für dich, Peter? Ja, klar. Wunderbar. Was hat Corona denn mit eurem Betrieb gemacht und mit deiner Arbeit generell? Ja, guten Morgen erstmal. Ich freue mich, dass wir diesen Podcast hier machen können. In der Sonne, auf der Terrasse, finde ich schon mal cool. Und was hat das gemacht, wenn ich vorher für den Bauernverband 5 Tage die Woche irgendwie unterwegs war? Dann ist das von heute auf morgen fast zu Ende gewesen. Damit ist aber nicht die Arbeit des Bauernverbandes weniger geworden, sondern wir haben uns schnell mit den neuen Medien auseinandergesetzt, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen. Und natürlich spart man dann das Reisen und ich muss auf einmal mehr auf dem Hof arbeiten. Also mehr Kühe melken, mehr aufräumen, weniger Trecker fahren, das machen die Jungs alle. Aber ansonsten ist das schon eine Herausforderung gewesen, auch den Freundeskreis nicht mehr zu treffen und nur noch zu telefonieren. Ich hoffe, dass der Scheiß, wie Udo Lindenberg so gerne sagt, auch bald vorbei ist. Was hat dich motiviert, Bauer zu werden? Und dein Sohn hat den Hof inzwischen ja in Kooperation übernommen. Warum macht der das heute noch? Landwirtschaft hat mich schon immer interessiert, nur die Arbeit fand ich doof. Also Schiebkarre schieben und mir Kühe misten für 2 Mark die Woche als Taschengeld fand ich richtig bescheuert. Und da hatte ich irgendwann mal die Idee, ich werde einfach Koch. Also kochen fand ich schon immer gut. Und dann kam aber irgendwann die Wende, dass ich dann gedacht habe, Mann, immer am Herd stehen und so, dafür ist Landwirtschaft einfach auch als Arbeit zu interessant. Und das haben wir 20 Jahre gemacht. Also 60 Kühe, 20 Jahre und dann das Heuhotel mit immer Schulklassen hier auf dem Hof. Jede Woche so 60, 70 Kinder hier über den Sommer. Also wir haben ja hier selber mal übernachtet, weiß ich noch, mit unseren Kindern im Heuhotel. Und da hat man auch gemerkt, du kannst ja kochen, vor allem grillen. Oder ich mache heute Landwirtschaft immer noch gerne. Also mittlerweile stehe ich auch morgens gerne auf und gehe auch gerne im Melkstand. Aber ich finde das auch im Frühjahr, wenn jetzt, also pflügen, Steine sammeln ist nicht so gut, aber trotzdem der Geruch alleine schon, wie Landwirtschaft ist. Und das haben meine Kinder auch irgendwie alle wohlwollend aufgenommen. Wir haben nie als Familie gesagt, es ist zu viel oder es macht keinen Spaß, auch wenn die Zeiten immer schon schwierig waren. BSE haben wir in der Zeit auch gehabt. Ja. Sowas. Also so ist es einfach gekommen. Aber wenn wir an BSE zurückdenken, seitdem sind wir eigentlich, habe ich so eine Eindruck, in Alarmstimmung in der Landwirtschaft. Immer kommt was Neues, manchmal so eine externe Katastrophe, oft durch die Politik verursacht. Hast du deinem Sohn geraten, Landwirtschaft zu machen? Nee, das habe ich gerade nicht gemacht. Wir sind auf dem Trip gewesen, die Kinder gehen zu lassen. Und wenn man sie gehen lässt, dann und sie das Gefühl haben, dass es zu Hause gut ist, dann kommen sie auch freiwillig wieder. Und Sebastian, das ist ein Technikfreak und hatte mit Tieren wenig am Hut und so und habe gedacht, das wird nie was. Aber ich habe ihn einfach irgendwann mal gefragt, was er machen will und sagte, er würde gerne Landwirtschaft lernen. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Dann hat er Fachabitur gemacht und hat sich dann entschieden, in Sachsen-Anhalt in Bernburg Landwirtschaft zu studieren. Und wie er damit angefangen ist und im zweiten Semester oder so, habe ich dann mal gesagt, ich sage, was willst du eigentlich? Willst du hier einsteigen? Du hast die freie Wahl. Und Sebastian hat irgendwann mal gesagt, da waren wir auf der Grünen Woche. Und dann hat er gesagt zu mir, ich habe hier scheiß viel Verantwortung. Und dann habe ich gesagt, was willst du werden? Bauer oder Arbeitnehmer? Ja, ja. So, da musst du jetzt auch machen. Unterschied. Das ist ein Unterschied. So. Es ist auch eine Frage der, neudeutsch gesagt, Work-Life-Balance. Also wie viel Freizeit habe ich, auch in der Landwirtschaft? Landwirtschaft ist ja Work-Life-Balance. Ja, genau. Aber das, oder 24-7 oder so. Und da hat er gesagt, das will er auf keinen Fall. Also er will dann auch schon Betriebsleiter sein. Und das setzt ja voraus, dass man den Betrieb dann auch so entwickeln muss, dass man das auch kann. Und wir sind seit 4 Jahren GbR-Partner, gleichberechtigte Partner. Heißt, im Büro entscheiden wir alles zusammen, auch als Familie, mit meiner Frau und mit seiner Freundin. Aber Betriebsleiter ist Sebastian. Und ich bin derjenige, der auch morgens fragt, was soll ich heute machen? Und das sagen meine Freunde auch. Du hast einen großen Vorteil, deswegen hast du auch keinen Stress mit deinem Sohn. Ja. Du bist ja immer weg für den Bauer. Das hat auch Vorteile. Also ich darf 2 Leben haben eigentlich. Ja. Also ich darf Bauer sein, aber ich darf mich auch für die Landwirtschaft im Bauernverband mit Haupt- und Ehrenamt einsetzen. Das macht mir tierisch Spaß. Beides. Ja. Ihr habt ja den nächsten Entwicklungsschritt, hast du eben gesagt, getan. Was sind die Themen, die euch beim Frühstückstisch, worüber ihr euch austauscht? Ja, zum einen ist das so, die jungen Leute, eigentlich sind sie hoch motiviert und sie sind Betriebswirtschaftler. Sie gucken nicht so sehr auf die Politik, sie gucken auf die Zahlen. Aber sie merken natürlich auch, wie über Landwirtschaft geschrieben und geredet wird, in welche Enge sie getrieben werden, auch hier im Dorf. Also, dass wir viel in Tierwohl investieren. Oder so wird es noch nicht gesehen. Die werden erstmal größer. Der Träger wird größer, die Gülle wird größer. Sie wollen auch nicht die Umweltsäue sein.
Also die Düngeverordnung zum Beispiel. Wir haben erst geguckt, was bringt uns das? Wir waren erst voll im roten Gebiet drin, sind jetzt noch mit einer Fläche im roten Gebiet drin. 20% pauschal weniger düngen. Das haben die jungen Leute gar nicht verstanden. Die haben alle studiert. Die wissen, was sie tun. Ja. Die wissen, wie viele Pflanzenschutzmittel sie ausbringen. Die wissen, dass es alles Geld kostet. Und eine Pauschale einfach so, wir machen mal weniger, geht gar nicht. Alle Betriebsleiter sind irgendwie unter 40 zurzeit. Also ich bin der Älteste. Aber es ist auch nur eine Zahl. Und so muss man das sagen. Sie sind sehr optimistisch eigentlich. Also wir arbeiten hier nicht alleine, sondern haben einen jungen Bauern hier im Dorf, der früher mal bei mir angestellt war. Und Steffen und wir sind eine Kooperation. Wir haben die Maschinen zusammengeschmissen, wir fahren zusammen Silo, wir fliegen zusammen, wir machen alles zusammen. Aber der Optimismus kommt ja nicht nur dadurch, dass man sagt, dadurch können wir Kosten sparen. Verändern und gestalten haben sie sich auch mal durchgelesen, haben wir auch mit denen diskutiert. Also das Papier des Bauernverbandes. Das Papier des Bauernverbandes. Und sie wollen die guten Tierhalter sein, sie wollen die guten Pflanzenbauer sein. Mhm. Sie wollen sich nicht mehr in die Ecke stellen. Heißt, sie wollen gute fachliche Praxis machen. Und da ecken Sebastian und ich dann auch manchmal an. Mhm. Ich würde Gülle fahren, oh, noch ein bisschen gefroren oder so. Mhm. Das geht nicht. Ja. Wo er recht mit hat. Also es ist eine Gedankenwelt, die sich bei mir verändern muss, ja, damit ich mit den Jungen mitkomme, indem sie sagen, wir sind die guten Praktiker. Wir haben Mitarbeiter, die das auch gut könnten. Mhm. Also Sebastians Lieblingssatz ist, Finn ist nicht so gut als Mitarbeiter, weil er Träger fahren kann, weil er mit den Kühen nicht rumschreit. Ja. Egal, was passiert, er schreit nicht rum. Ja. Und was man auch sehen muss, ist, dadurch, dass wir in Kooperation arbeiten, und zwar alle hier im Dorf, und uns gegenseitig helfen und uns auch gegenseitig austauschen, es ist keiner mehr mit dem Problem allein. Sie sind sehr ehrlich miteinander. Was machen wir, wenn der Milchpreis noch weiter sinkt? Was machen wir, wenn die Düngeverordnung da kommt? Was machen wir, wenn das Baurecht sich verändert? Das, was ich zurzeit feststelle, auch bei den Jungen, ist die Überforderung an Verordnung und Anordnung oder Gesetzgebung, die wir nicht leisten können, die wir finanziell als Betrieb nicht mehr stemmen können. Die Düngeverordnung hätte der Bauernverband und auch die LSV-Demonstration zum Teil, auch die Landwirtschaftskammer, auch einige CDU-Abgeordnete nicht dazu beigetragen, die tatsächlichen Messwerte zu nehmen, hätten wir die roten Gebiete ja immer noch gehabt. Ja. Oder wir hätten die Phosphatkulisse gekriegt in Schleswig-Holstein. Also sagen auch die Bauern heute, es ist super gut gewesen, wie der Verband sich da eingesetzt hat und dass wir nur noch 10% rote Gebiete haben. Und die Aufgabe des Verbandes ist es jetzt, in den 10% roten Gebieten zu suchen, wie wir die auch noch loswerden. Ja. Die neue Kampagne Insektenschutz mit Kooperation zu machen. Dieser Betrieb macht gar nichts, außer 5% Landschaftselemente. Mhm. Und wir überlegen jetzt, wie schaffen wir es, die gleichen Prämien zu kriegen in der GAP 23, mit auch Agrarumweltleistung, aber viel lieber mit Tierwohlleistung. Und da wollen die Jungs schon hin, aber da ist die Arbeit des Bauernverbandes unerlässlich. Kommen wir mal zum Thema gesellschaftliche Wahrnehmung der Bauern. Du hast es eben auch schon angesprochen und auch das Papier des Bauernverbandes Veränderung gestalten ist schon benannt worden. Man kann ja nicht immer nur verhindern, sondern muss nach vorne gehen und auch die gesellschaftliche Akzeptanz finden. Welche Wege können da beschritten werden? In Schleswig-Holstein, denke ich, ist ja mit dem Zukunftsdialog da schon einen Schritt gegangen worden. Das machen wir jetzt ja schon seit 2,5 Jahren und die erste Veranstaltung in Neumünster, ein Fischbowl, wo immer ein Stuhl frei ist. Ich wusste gar nicht, was das ist damals. Ich sag mal, in der letzten Zeit ist es ja wirklich dazu gekommen, dass auch die Umweltseite und Tierschutzseite, die Vernünftigen zumindest, erkannt haben, so wie es bisher preislich ist, kann es auch nicht weitergehen. Also wenn die Landwirtschaft mehr leisten soll, dann müssen die Preise steigen. So, und das sagt jeder, egal wo du sitzt, der Vernünftige sagt, die Landwirtschaft braucht mehr Geld dafür. Aus so einem Prozess muss eine Verbindlichkeit entstehen. Die Landwirtschaft ist bereit, was zu geben. Die anderen können uns nicht überfordern. Und die Politik muss sagen und muss sich dran halten. Politik, egal ob grün oder schwarz oder gelb oder was, interessiert mich alles nicht. Glaubst du da wirklich dran? Nee, weil das ist, das ist keine Glaubensfrage, das ist eine Bekenntnisfrage. Ja, ja, ja. Was ist wenn die Politik sagt, wir halten uns nicht an diesen Dialogprozess, dann hat man die Umwelt- und die Tierschutzseite verprellt, man hat die Bevölkerung belogen und die Landwirtschaft hat man betrogen. Und dann muss Politik sich auch nicht wundern, wenn sie nicht ernst genommen wird und der Wähler sagt, ich gehe gar nicht mehr zur Wahl oder ich will radikal. Ich will keine AfD-Fritzen sehen und ich will keine linken Kommunisten sehen, sondern ich will in einer Demokratie eine vielfältige Meinung haben, bedeutet aber auch, dass regierende Politik, egal in welcher Konstellation, sich an solche Vereinbarungen halten muss. Wenn wir über Insektenschutz reden und über Blühstreifen reden und das schon seit 2 Jahren und dass die Landwirtschaft dafür entschädigt werden muss, denn und eine Frau Schulze kommt als Umweltministerin
der Bundesrepublik Deutschland kommt mit so einem Insektenschutzpaket mit Ordnungsrecht daher und will uns alles verbieten und uns 60.000 Hektar in Schleswig-Holstein nicht mehr anständig bewirtschaften lassen, dann ist das ein Affront gegen die Gesellschaft. Also nicht nur gegen die Landwirtschaft, sondern die sucht sich dann politische Freunde irgendwo, die sie, die jubelt, klar, eine ganz kleine Minderheit. Und dann, komm her. Und dann, ist es so, dass sie uns da schon belogen hat. Und deswegen hat der Bauernverband auch die Plakate aufgestellt. Also wir sind nicht dagegen, sondern wir haben gesagt, Kooperation statt Verbote. Und wir haben auch explizit die beiden Parteien genannt, die dafür verantwortlich sind. SPD und CDU in dieser großen Koalition im Bund. Also es regt dich ein bisschen auf, das Thema. Ich bin emotional. Emotional, ja. Das ist ja auch vielleicht vergleichbar mit dem Thema Tierwohl und Borchardt, wo auch die Politik mit dem, was sie selber, das war meine Frage vorhin auch, ob du es wirklich glaubst, wo die Politik ja mit dem, was sie selber leisten muss, nicht hinterherkommt. Wie kriegt man das denn hin? Ich ärgere mich die Pest. Ganz ehrlich gesagt, bei der letzten Bundesratsentscheidung zur Borchardt-Kommission musste Albrecht sich enthalten als Land Schleswig-Holstein, weil der Koalitionspartner FDP da nicht mitgeht. Wenn man erkennt, auch als FDP, dass man am Markt diese Mehrtierwohlleistung, also am Kunden nicht direkt am Point of Sale, bezahlt kriegt und eine Borchardt-Kommission kommt daher und macht vernünftige Vorschläge, was denn ein Kilo Fleisch mehr kosten müsste, Kilo Käse oder so, dann muss man das gehen. Was mich wirklich nervt, und das macht mich auch richtig sauer, dass gerade CDU und SPD, die das immer hochgehoben haben, wie wichtig das ist, jetzt vor der Bundestagswahl Schiss haben, dem Verbraucher zu sagen, ihr müsst bezahlen. Und da kann man mir auch nicht sagen, das ist nicht EU-konform. Das hat auch die Machbarkeitsstudie ergeben. Also von daher... Grün wählen. Nicht grün wählen. Aber Druck machen. Also Druck machen. Sind die Chancen für Borchardt nicht bei einer mit Grün in Koalition bestehenden Regierung am größten? Also ich glaube schon, dass man, also wenn Grüne in Verantwortung kommen, und das kann man eigentlich in Schleswig-Holstein und auch in Baden-Württemberg sehen, also es gibt ja Blaupause. Alles das, was Herr Kretschmer dort in der Koalition mit der CDU umsetzt, ist nicht so schlimm, dass die Welt untergeht. Aber er ist ja auch konservativer als die CDU. Ja, das stimmt auch. Aber er ist Grüne. Und muss das auch in seiner Partei verkaufen. Ja, ja, das ist so. Aber andersrum gesagt ist es ja auch so, unser Minister Albrecht oder auch Habeck vorher hat ja versucht, mit uns Kooperationen zu schmieden. Wir haben die Allianz für Gewässerschutz eingeführt mit einem Grün oder Rot-Grün zum Beispiel. Ja, also wenn ein starker Verband, der auch die Mitglieder hinter sich eint, die Landwirtschaft hinter sich eint, sind wir auch eine Hausmacht und können auch was durchsetzen. Und das zeigt eben auch, wir gewinnen nicht alles, aber wir verlieren schon lange nicht alles. Robert Habeck hat ja schon mal hier am Tisch gesessen, mit dir gefrühstückt, glaube ich. Habeck hat ja eine Zeit lang immer sehr laut über das Kälberhorn. Ja. Du hast überhaupt keine Ahnung, habe ich zu mir gesagt. Komm doch mal vorbei. Aber ohne Presse, ohne was. Fiel ihm schwer. Fiel ihm echt schwer, aber er kam am Freitagabend um 8 ganz alleine. Und dann haben wir Kälbernhorn. Und er hat auch ein Kälbernhorn. Hat er tatsächlich? Ja, hat er gemacht. Und wie war das so? Es war total ungewohnt für ihn. Er musste erstmal über dieses Heck drüber klettern. Und das war für ihn noch schwieriger. Und dann sind wir reingegangen zum Abendbrot, haben uns in die Küche gesetzt und dann nachher wieder raus und geguckt, was die Kälber machen. Aufstehen. Fressen, alles gut. Und danach kam er wieder an und sagte, er würde für seine Karriere nochmal ein Interview bei der Zeit geben wollen. Ob ich nicht mal mit ihm streiten wollte. Das kannst du ja. Und was lustig war, wir haben uns Rücken an Rücken gestellt und beide die Arme verschränkt. Das gibt noch ein sehr schönes Bild. Ja, genau. Und das war, eigentlich ist das nicht das, was wir heute wollen. Ich glaube, man muss ehrlich und offen miteinander reden. Und das ist einfach ein Bild damals gewesen, was ich heute nie wieder machen würde. Kaufland, habe ich gerade gelesen, bietet jetzt auch Wurst mit Tierwohlstufe 3 an, zu unveränderten Preisen. Ist eine Frechheit. Okay. Also ist einfach eine Frechheit, weil die Kosten in Stufe 3 und Stufe 4 erheblich höher sind. Und genau das ist das, was wir immer schon sehen. Die wenigen großen Discounter, so nenne ich sie einfach alle mal, von Edeka angefangen über Kaufland, Lidl, machen den Biomarkt und auch den ITW-Marken, ich sag mal, die bessere Qualität kaputt, indem sie die Preise nicht anheben. Sie sind nicht ehrlich zu ihrem Kunden. Die Ernten sind weltweit nicht gerade üppig, so sind die Schätzungen. In Deutschland sinkt die Selbstversorgung mit Getreide. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, national zu produzieren. Und ich glaube, wir müssen uns alle im Klaren darüber sein, dass wir eine moderne, funktionierende europäische und auch deutsche Landwirtschaft brauchen. Ich glaube, dass wir auf unserem Grundstandort klimamäßig und so gut produzieren müssen wie irgendwas. Immer nur mehr zur Fläche rauszunehmen und zu extensivieren oder gar nicht zu bewirtschaften, geht gar nicht.
Letzter Punkt, wenn man auf die Finanzen sieht, da verdient wahrscheinlich keiner so gut an der Massentierhaltung wie die Tierschutz-NGOs. Richtig oder falsch? Natürlich, sie hauen immer auf uns rum. Also es bleibt denen auch gar nichts, wenn sie kein Feindbild haben, dann wird keiner für den deutschen Tierschutzbund spenden. Und das ist auch genau die Krux. Und wenn man sich den Zukunftsdialog bei der Bundeskanzlerin anguckt, dann bin ich sehr dankbar. Das ist ja das, was wir in Schleswig-Holstein klein machen, da groß. Und Greenpeace steigt aus. Wohlwissend steigen sie aus. Warum wohl? Weil sie nicht mehr auf uns einhauen können. Also nicht auf die Landwirtschaft, nicht auf die Politik und damit auch keine Spendengelder mehr haben. Dann werden die selber überflüssig. Wir mehr am liebsten, aber okay. Aber das ist genau die Verlogenheit dieser Position. Also auch der Deutsche Tierschutzbund ist ausgestiegen bei QS oder bei der Initiative Tierwohl. Genau dasselbe. Also ein Schema, so leicht zu durchschauen wie nur irgendwas. Der Bauverband arbeitet ja trotzdem zusammen mit den NGOs in diesen ganzen Zukunftsdialogen. Also wer ist es denn? Also Greenpeace sitzt nicht beim Zukunftsdialog mehr auf Bundesebene und hier in Schleswig-Holstein. Ist das denn der NABU, der BUND, Profi, der Deutsche Tierschutzbund? Aber die Bekloppten, so nenne ich sie mal, Peter und so, sind nicht dabei. Also Tierrechtler. Und damit können wir auch keinen Blumentopf gewinnen. Aber so, das ist schon wichtig, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, weil es auch Gemeinsamkeiten gibt. Auch der Deutsche Verband für Landschaftspflege sagt das. Also immer wieder, wenn die Landwirtschaft nicht für das, was wir als Gesellschaft von denen erwarten, entlohnt wird, dann kriegen wir gar nichts geregelt. Und mit Ordnungsrecht schon mal gar nicht. Ich meine, du hast ja wirklich ein breit aufgestelltes Portfolio von Bauernverband und Betrieb und politischer Arbeit in der CDU zum Beispiel. Wenn du einen richtig guten Tag definieren solltest, wie sehe der aus? So wie jetzt gerade? Das ist schon geil. Also im Prinzip ist das für mich ist ein richtig guter Tag, wenn wir immer Entscheidungen treffen, die von allen getragen werden, hier auf dem Betrieb als erstes Mal. So, dass wir einfach immer einen ordentlichen Umgangston haben, dass unsere Tiere gesund sind und jeder seine Arbeit vernünftig machen und wir uns darauf verlassen können. Das ist für mich cool. Und ich würde auch nie irgendwo nur einen Bürojob haben mögen. Also ich liebe auch die Herausforderung, ob er nun regnet oder wann scheint die Sonne wieder, wann kann ich Silo fahren. Und ich liebe auch diesen Zweiklang in meinem Leben. Ich kann meinen Kopf anstrengen über politische Fragestellungen, kann versuchen, was zu lösen. Auf der anderen Seite liebe ich es auch, morgens aufzustehen und Kühe zu melken. Also auch diese ganz normale Handarbeit zu haben. Und setzt das im Kopf auch ein bisschen was frei? Ja, klar. Du hast Zeit. Also das ist ja im Prinzip fast Routinearbeit. Das ist für mich der eine Teil. Auf der anderen Seite bin ich aber auch gerne und richtig gerne in Arbeitsgruppen wie im Fachbeirat Milch bei QM zum Beispiel, wo wir die Initiative Tierwohl Milch entwickeln oder Initiative Tierwohl Rind. Ich kann den ganzen Tag da sitzen und mit Kollegen diskutieren oder auch mit Wissenschaftlern und was entwickeln. Solange die Menschen nicht immer nur Nein sagen. Also solange jeder, der mit am Tisch sitzt, immer sagt, wir wollen nach vorne oder so. Das kann auch gerne kritisch sein oder auch mal nicht meine Meinung haben, aber es muss letzten Endes am Ende des Tages irgendwas Produktives dabei rauskommen. Wenn das so bleibt, dann ist alles gut. Und ich bleibe gesund. Dann ist alles top. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank. Genau. Vielen Dank auch für den Kaffee und das Frühstück. Ja, ich sage auch vielen Dank. Und jetzt gehen wir noch einen Kuhstall. Genau. Und jetzt verabschieden sich Klaus Peter Lucht, Vizepräsident des Bauernverbandes. Kirsten Hess. Und Sönke Hauschild.